Waren das drei? Ne, zwei waren das. Zwei. Waren das, zwei. Das waren zwei. Das war einer. Let's go. Ich Bock. Das war eine halbe. Ich bin gleich wieder da. Moment. Schon Schluss, Lenny. Ja, wieder auf mich aufpassen. Einfach töten, Leute. Einfach töten. Mit Felix im Poster. Na gut, jetzt muss ich leider mit Lenny. Ich sag auch nichts. Ich sag auch nichts, wenn Felix jetzt stirbt. Die war zu kurz, die Task. Ich muss hier Lenny Katz folgen. Poster. Vierter. Lenny Katz. Ja, stimmt, ich bin ja der Dritte. Na komm. Folgst du mir? Das muss hier ein bisschen betrügen. Jetzt hier. Na komm, jetzt hier. Runter zu Spatman, wo ich dich killen muss. Gemeinsam rein hier. Muss ich vorsichtig sein, wo ich hier jemanden kille. Ja, ich brauch sie erstmal zum Decken. Muss mich erstmal decken. Ich kill sie noch nicht als erstes. Skybiker. Na komm, gemeinsam. Wo gehst du lang? Hier lang. Gemeinsam. Na komm. Wir zwei nur zusammen. Lady Katz und Zwergi. Zusammen unterwegs. Na komm. Ich töte sie erst in der zweiten Runde. Ich brauche ihn zum Decken. Jemand muss mich als Imposter decken. Oh. Oh wei. Das kann jetzt nicht euer Ernst sein, oder? Was oh, Illike. Die Runde ging 3 Stunden und eine Person ist tot. Tot. Ich wollte gerade sagen, Alter, Kill-Cooldown. Also Skybreaker ist safe. Ja. Lady Katz, sollst also, du es sagen oder soll ich sagen? Wir waren zusammen. Ja, also auf jeden Fall waren Zwerge und ich so gut wie die ganze Zeit zusammen. Mhm. Also immer in einem Bereich von so wie das Licht wir halt laufen ist. Halt gemeinsam. Und wir waren gerade in, ja, da, wo man die Identifikation macht. Ja. Die Identifikation gedönst. Office. Genau, also nicht Medbay, sondern mit dem, mit der Karte. Ja. Mit der Karte, genau. Und da lag, Elekhydra. Genau. Okay. Also dann kann den Kill jetzt zeitlich Mentos nicht gemacht haben, glaube ich. Der war nämlich oben im Lab. Es sei denn, er ist halt. Nee, das passt nicht. Ich glaube, das passt nicht richtig. Ist halt die Frage, wie ewig die schon da liegt, die Leiche, ne? Wo liegt die? Direkt nee, die liegt da nicht so lange. Ich bin davor noch gewesen. Ich war ja, davor okay. Auch noch an Lifelines, war auch niemand tot. Das ist jetzt. Ich hatte noch genug Zeit, um rauszulaufen, den Bohrer zu machen und das Asteroiden-Ding. Also ich würde jetzt so sagen, gut 30. Sind das 30 Sekunden vielleicht? Weiß ich nicht genau. Nicht ganz, 20 vielleicht. Geht ja fix. Stille. Ja, ich war halt mit Lady Katz unterwegs. Skybreaker, du kamst gerade aus Specimen. Ich habe exakt das gesehen, was Lady Katz gesehen hat. Lady Katz noch drin. Noch irgendwer anders, aber habe ich nicht die Farbe gesehen. In Lab war... Nein, nicht in Lab, in Specimen. Das, wo du durch die Schleuse musst. Ja, genau, meine ich ja. Ach, Lab ist oben Medbay, ne? Genau. Ja, okay. Ja, dann in Specimen war... Das könnte... Skybreaker. Ich glaube, das war haben... Charlie, oder? Nee, in Specimen haben wir Skybreaker gesehen, der kam dort rein. Ach, war stimmt. Ja, alles gut, das war weiß, stimmt. Das war weiß. Die ganze Zeit auf der linken Seite jetzt. Ja, okay, dann war Skybreaker... Ja, es ging mir auch nur darum, wer jetzt noch mit dir dabei war und wenn es Zwergi war, okay. Ja, dann. Aber links habe ich Charlie auch gesehen, also das stimmt. Wait, die Leiche liegt jetzt Office-Gegend? Mitten in Office. Also quasi okay, zum rechten Ausgang hin eher. Also so zwischen Bildschirm und dem rechten Ausgang. Okay, ich dachte, also ja, skip, das oder was? Vielleicht so links liegt, aber gut. Ja, ja, wissen wir ja. Nicht. So. Ja, doch. Wissen wir zwar, wo die liegt. Ja, aber ich habe jetzt gesagt, wir wissen nicht, wen wir auswählen sollen, deshalb skip. Ja, bei 9 Leuten macht das auch keinen Sinn. So. Wo ist meine Kollegin? Hier, da komm, hier, komm mit.
gemeinsam unterwegs. Warum guck ich gerade auf Lifelines? Ja, na komm. Ich muss mal hier bei ihr bleiben. Na komm. Das ist doch nur noch eine Task. Aha, wo bist du lang? Ich folge dir. Na komm, lass uns hier rausgehen. Ich täusche eine Comms-Task vor. Na komm hier. Na komm, ich komme jetzt hier runter. Wo bist du lang? Hier muss ich lang. Hier könnte ich es gut killen, da wäre niemand. Irgendwann muss ich sie killen. Ich brauche sie erstmal als Deckung. Ich muss erstmal passiv sein. Ich kann nichts tun, wenn sie in der Nähe ist. Da kann ich halt nicht. Ich brauche sie als mein Alibi. Felix, du musst sie töten. Aber da muss ich dich reporten. Felix kann halt sie auch nicht töten. Ich muss sie irgendwann mal töten. Ja, komm mit. Ja, komm. Den Weapons. Hier. Security. Ja, Mascha. Na, kommst du mit? In der nächsten Runde kill ich sie. Jetzt in dieser Runde brauche ich sie nochmal als Deckung. Das ist sehr verdächtig, dass ich hier eine Task habe. Na? Kommst du mit? Fixen. Gemeinsam hoch. Ich kann halt hier nur Alarm machen. Das ist halt das Einzige, was ich machen kann. Muss ich kill sie. Sie. Gemeinsam. Das Team kann ich aufgeben. Ich muss die gleich reporten. Alter, wieso geht denn keiner zum Reaktor? Was? Jemand hat Lady Cuts getötet. Wir waren gemeinsam. Mein Team. Lady Cuts, Zwergi. Ich hab Felix. Ja? Ich hab dich doch. Ich war dort oben und du hast Lady Cuts getötet. Das ist doch hier. Ich hab dich dort gesehen. Wo ist denn die Leiche? Leiche ist oben bei dem Alarm dort. Wir sind gemeinsam zum Alarm hingegangen und habt die Leiche dort gesehen. Ich war gerade komplett unten. Also ich kann... Was habe ich dann dort gesehen? War ich wieder blind? Ein blinder Zwerg. Also ich kann für diesen Kill Charlie ausschießen. Bei den Rädern, bei den Wasserrädern. Ich hab dich dort oben gesehen, ich hab dort dieses Reaktor-Dings gekühlt und dann habe ich dich dort meine Freundin Lady Cuts töten sehen. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind ja ein so, Team das hier. Ding, was ich mich halt gerade frage, ist, warum sollte sich Zwergi das jetzt einfach richtig random ausdenken? Und außerdem ist Felix der Einzige, der es sein kann, einfach weil ich Cassie gerade in Specimen gesehen habe. Ja, Cassie kann mich auch eigentlich saven die letzten zwei. Ich weiß nicht, warum Charlie proof sein soll, weil es sind halt... Charlie stand jetzt gerade bei... Das ist eindeutig. Das hat doch nichts auszusagen. Also Zwergi, ich muss ja hier mal kurz einhaken. Was, wieso? Was soll sowas? Was soll was? Ich habe dich töten sehen. Ich würde es gerne gleich nochmal mit dir und Lenny vielleicht besprechen. Du hast mein Teammate getötet und ich muss dich erzählen. Ich weiß ganz genau, was du hier abziehst gerade. Was denn? Ich reporte die Leiche, die du getötet hast und muss dich. Tötet der meine Freundin hier? Discord, bitte. Tut mir so leid. Ich muss den verkaufen. Und jetzt habe ich echt, ich mache nur noch Blödsinn. Ah, jetzt falle ich auf.
Ich mach Blödsinn, Kasi ist bei mir. Der hat mich jetzt ins Imposter. Ich muss den verkaufen. Um mich zu retten. Ich muss den verkaufen. Es tut mir im Herzen weh. Oh Mann. Jetzt bin ich verwirrt und mach nur noch Scheiße. Ich muss Kasi umbringen, wenn er alleine ist. Der Verzeuge. Ja, du, Mentos. Junge, Felix, es tut mir ernsthaft leid. Ich musste dich gerade verkaufen, weil ich war die ganze Zeit mit Lady Cuts zusammen, ja, und hab Lady Cuts, ich habe Lady Cuts als mein Deckmantel benutzt, damit sie mich decken kann, weil ich deshalb konnte ich niemanden. Warte mal. Du hast sie am Reaktor gekillt und in dem Moment musste ich dann. Ich habe sie am Reaktor gekillt. Ja. So, da war niemand außer wir zwei. Wenn du noch eine Person gekillt hättest. Okay, das war blöd. Warum? Das war blöd. Warum musst du deinem Imposter-Kollegen? Ja, dann habe ich die reported und in dem Moment, wo ich sie reported habe, musste ich dich verpfeifen. Ich kann meine Frage rein interpretieren. Du musst sie mir einfach. Tut mir schrecklich leid. Warum willst du deine Imposter-Kollegen dissen, in die Pfanne hauen? Ich sah nur noch das war nur noch die einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe. Ich hätte Charlie du bist die ganze Runde mit Lady Cuts zusammen rumgelaufen. Die ganze scheiß Runde. Nichts gemacht. Das ist richtig. Warum? Ja, weil ich nicht. Ich konnte sie ja nicht töten, weil dann hätte ich meine Deckung verloren, wenn ich jetzt Lady Cuts umgebracht hätte. Also ich war heute echt oft Imposter. Ja, weil ich echt oft Imposter. Weil ich die ganze Zeit Imposter gewesen wäre. Lass mich doch auch mal aussprechen. Lass mich mal aussprechen hier. Der Report war scheiße, da habe ich schon verloren, da hätte ich eigentlich gestehen müssen, aber da blieb mir dann, den Report hätte ich, das war vollkommene Absicht. Den Report hätte ich nicht machen müssen, das war vollkommene Absicht. Das war so ein Scheiße. Habe ich jetzt ehrlich gesagt, es tut mir so leid, es war Blödheit. Es erschien mir die letzte Möglichkeit. Ich dachte mir so, Junge, was ist denn jetzt mit Felix los, warum frontet der Zwerg jetzt so viel, aber jetzt verstehe ich, Alter. Jetzt ist klar. Nee, war eine dumme Aktion. Das ist einfach nicht Sinn des Spiels. Also mein Gott. Ich wollte die Imposter-Runde bestehen und überleben und deshalb musste ich dann. Ich musste dich verkaufen. Halt freuen, das war meine erste. Meine einzige Möglichkeit. Ich habe in der letzten Runde, ich war ja noch am Leben, ich wäre niemals drauf gekommen, dass Zwergi Imposter ist. Wirklich. Ja, das war so eine linke Nummer, aber ich habe keine. Du wärst die ganze Zeit Hand in Hand mit Lady Cuts rum, fand ich einfach eine Sauerei. Habe ich ja gesehen, aber das Zwerge wäre. Sorry, wenn es jetzt unsympathisch hier rüberkommt, aber das hat mich gerade irgendwie anders getriggert. Nein, ich kann es auch nachvollziehen, aber es ist halt. Das ist halt einfach so. Das ist wirklich komplett. Ich habe jetzt die Team Lady Cuts Zwergi Nummer durchgezogen und das war halt. Ich würde jetzt Zwergi vorwerfen, dass er das mit Absicht gemacht hat, um dich zu verarschen. Ich glaube, er war halt einfach nur lost und hat nicht gehalten. Nein, das ist Quatsch. Wir haben uns so oft gesehen, wir hatten so oft eine Chance auf einen Double Kill. Er ist nonstop, er ist nicht einmal von Lady Cuts Seite gewichen. Ja, weil ich sie als mein Schild, als mein menschlichen Schild benutzen wollte. Er hat instant reported, als ich sie beim. Ja, der Report war scheiße. Der Report war eine scheiß Nummer. Er hat gesagt, Felix, du hast sie gerade getötet. Felix? Wir haben ja auch im Chat vorher bei Lenny abgequatscht, hey, wir laufen hier Hand in Hand. Felix, können wir nachher mal im Zweier-Talk mal drüber reden? Nein, ist doch bevor wir jetzt mal hier im Unwahr jetzt hier. Darf ich auch mal was sagen? Das kommt jetzt mega unsinnig, sorry, aber. Bevor wir jetzt hier in dem Stream das austragen, können wir das zu zweit dann nochmal besprechen. Kai, alles gut, Mensch. Mach das doch privat, bitte. Ja, ich glaube, es war einfach eine Loyalität, die zwar sehr schön war, aber ein bisschen too much. Weil ich muss sagen, in der ersten Runde war ich auch Imposter und irgendwann habe ich dich einfach getötet, weil klar war, ich kann Charlie nicht alleine lassen mit schon vier Kills oder was sie gemacht hat. So, das hättest du an irgendeinem Punkt auch machen können, den hast du verpasst. Ja, ich habe verpasst. und dann habe ich gesehen, wie Felix dich reportet hat und dann habe ich diese dann
Ich hätte sehen müssen, dass wir zu dritt dort waren und dann hätte ich einfach weitergehen sollen und hätte gesagt, okay, ich habe nichts gesehen, aber in dem Moment, dann habe ich reported und ab dem Moment, wo ich reported hatte, dann, also wenn ich hätte noch Charlie beschuldigen können, aber dann wäre sofort. Du, das war vollkommen wissentlich. Du hattest ja noch ein Ding. Hatte ich nur die Möglichkeit. Ist kein Ding, aber es ist nur halt. Fände ich kacke, wenn es jetzt einen anderen Imposter-Kollegen ich wünsche euch noch. Ja, passiert nicht normal. Ich verabschiede mich für heute und viel Spaß euch noch. Ja, und ja. Auch du. Ne? Ja. Mach es. Jo, euch auch. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.